gut, Mr. Eintracht hier. Es ist offiziell. Vor gut einer Viertelstunde, also perfekt, um 20 Uhr, wenn die Tagesschau beginnt, alle, die auf Twitter aktiv sind und auf der Eintracht-Seite waren, wissen, was das bedeutet, beziehungsweise die Anspielung. Denn sie haben kurz vor 8, so um 5 vor 8 haben sie gesagt, ey yo, Leute, wie wär's so? Nachrichten, 20 Uhr, eigentlich die perfekte Zeit. Und um 20 Uhr haben sie es bekannt gegeben, Elias Skiri wechselt vom 1. FC Köln ablösefrei zu uns. Das ist schon eine enorme Verstärkung. Zumal es die zweite ablösefreie Verstärkung ist, bei einem direkten Konkurrenten, kann man sagen. Denn zuvor haben wir auch Omar Mamouche vom VfL Wolfsburg ohne Ablöse bekommen. Also ist das schon stark. Skiri hat ja schon seinen Wechsel, ja zuvor, seinen Abschied zumindest, bekannt gegeben. Es war natürlich noch die Frage, hä, wo geht's hin? Ich meine, da war großes, großes Interesse an den Tunesier und er hat sich am Ende für uns entschieden. Und es war ja einer der absoluten Wunschspieler. Es war ja immer wieder das Gerücht da, ähnlich wie bei Mamouche. Und jetzt haben wir ihn wirklich verpflichten können. Und das ist schon eine enorme, starke Verstärkung. Wie gesagt, trotz Angebote aus dem Ausland hat er sich für uns entschieden. Und das spricht natürlich auch sehr für uns. Und hoffen wir einfach, dass wir den einen oder anderen Erfolg mit ihm dann verbuchen können. Also jetzt einige gute Transfers. Ich bin mal gespannt auch, wie die Rückkehrer von den Laien jetzt einschlagen, ob die wieder vielleicht verliehen werden, ob die abgegeben werden. Das sehen wir ja dann. Aber auf jeden Fall bin ich echt gespannt und ich freue mich sehr auf Skiri. Und ich bin davon überzeugt, dass Dino Topmöller mit ihm einiges machen kann. Eure Meinung zum Transfer gerne mal in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Ich sage Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.